Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute machen wir Farmen in Legend League. Ich möchte es nochmal ausprobieren. Legend League, mal ganz kurz als Erklärung, ist ja so ein bisschen eigen. Wir haben normalerweise 8 Angriffe pro Tag. Dadurch, dass ich mich aber eben erst angemeldet habe, habe ich jetzt noch 7. Bedeutet, ich kann auch 7-mal angegriffen werden. Das ist meine Base, die ist im Endeffekt egal, wir gehen ja nicht auf Pokale drauf, von daher ist das vollkommen egal, das ist eine sehr solide Farmbase, eigentlich auch eine sehr solide Hybridbase. So, Kampflog kann man dann genau ansehen, was man erreicht hat. Wir können ja mal ganz kurz drauf gucken. Ich kriege, ja doch manchmal kriege ich doch was geklaut, ein bisschen was. Na, das kann schon mal vorkommen, hier zum Beispiel. Da habe ich ordentlich was geklaut bekommen und das Besondere in Legend League ist ja, dass du nichts verlieren kannst an Ressourcen. Du kannst allerdings ordentlich was gewinnen. Wir kriegen Bonus 340.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Habe ich den denn noch zur Verfügung? Nein. Erst wieder in 23 Stunden, alles klar. Macht aber nichts. Ich habe jetzt zunächst einmal Super Go Vivi. Super Go Vivi ist das. Dann habe ich noch die Super Bowler-Taktik in der Hinterhand. Und dann werde ich gleich natürlich noch so den ein oder anderen Angriff machen. Bedeutet, ich klatsche diese 7 Angriffe jetzt gleich mal alle durch. Und dann gucken wir einfach mal, was da rausgekommen ist. Beim Ganzen. Sie haben es ja ein bisschen angepasst beim letzten Update. Das Elex ist, glaube ich, ein bisschen weniger geworden jetzt. Man hat ja jetzt auch keine Truppenkosten mehr. Das ist ja die Besonderheit. Das bedeutet, ich brauche jetzt gar nicht mehr zum Beispiel sowas wie Schleicher oder so zu benutzen. Wir nehmen ruhig die stärksten Armeen. Ich nehme aber natürlich eine Armee, die relativ einfach geht. Und dann gucken wir einfach mal. Noch eine Besonderheit. Man bekommt direkt einen Gegner. Es gibt keine Sucherei. Ich bekomme jetzt einfach irgendwen. Oh, direkt ein 13er. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Allerdings, 496.000 von beidem, 6.900 Dunkles und nochmal den Bonus, vermute ich mal, dass wir den auf jeden Fall kriegen werden. Die 340.000. Das wird funktionieren. So, wir machen das so. 1, 2, 3, 4. Und jetzt nochmal hier hinten. 1, 2, 3, 4. Rathaus auf jeden Fall aktivieren. Warum aktivieren wir das? Weil der hier keine Kampfbauhütten hat. Das ist das Besondere. Er hat keine Kampfbauhütten. Das ist natürlich gut für uns. So, rein da. Wir warten jetzt mal ganz kurz etwas noch. Also, sie werden wahrscheinlich nicht ganz in die Mitte laufen, oder? Warte. Jetzt mal schon mal einmal. Jetzt haben wir alles im Radius. Ah, doch, sie laufen doch halbwegs gescheit. Ist in Ordnung. Es ist eine 13er-Base. Also, wir werden ihn jetzt sowieso kaputt machen. Das wird kein Problem sein. Dann setze ich den Wutzauber einfach mal nach da. Wir freezen dort. Ja, das, ich könnte die Zauber im Endeffekt jetzt auch alle verbraten, weil wir sie ja nicht mehr brauchen, ne? Wir zünden noch einfach schon mal alle Helden. Haben jetzt noch Zauber übrig. Ach komm, wir lassen sie uns mal. Wir werden es sowieso schaffen. Ist jetzt mal drüber gerutscht über diese Base. Dann haben wir schon mal den ersten geschafft. Das waren jetzt 400 irgendwas, ne? 400 irgendwas, 1000. Plus noch die 340.000 Bonus, plus noch natürlich die 6.900 Dunkles. Ja, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil bei Legend League, wenn du da wirklich farmen möchtest, ist eindeutig, du hast nur diese 8 Angriffe. Oder wenn du dich halt verspätet anmeldest, so wie ich jetzt, dann hast du weniger. Ich habe jetzt 7 Angriffe, ab morgen habe ich dann 8 Angriffe, wenn ich weiter in Legend bleibe. Ja. So sieht das aus. Großer Vorteil von Legend, ich hab's gesagt, du kannst nichts bei Verteidigungen an Loot verlieren. Das jetzt mal einfach so zum Vergleich. Ich habe vorher einfach mal die beiden vorherigen habe ich einfach noch angegriffen, damit ich natürlich in Legend komme. Logisch, ne? So, wir verstärken uns. Truppen sind jetzt am Start. Jetzt können wir aber ruhig mal so ein bisschen durchwechseln, würde ich sagen. Wir nehmen auch ruhig mal noch ein paar E-Drags mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und zack, 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 zack. Zauber. Ja. Ist aber, na, ist nicht ganz in Ordnung. Wir werden noch austauschen. Der kommt weg. So, dann habe ich nämlich noch einen Wutzauber am Start. Wir nehmen das so mit. Passt. Ja, doch, das passt. Das passt soweit. Okay, wir können aber schon mal 2 Mauern machen. Wobei, wir machen das gleich. Wir gucken, wir wollen ja die Lager auf jeden Fall füllen. Und es ist auch irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, dass man jetzt hier nichts verlieren kann an Zeugs. Also, ich werde jetzt mal eben warten. Dann machen wir auf jeden Fall noch den zweiten Angriff. Und dann werde ich auf jeden Fall die anderen auch nochmal eben schnell durchrödeln, sage ich jetzt mal. Und dann werden wir mal sehen, was ist dabei rausgekommen. Farmen in Legend League, kann ich es empfehlen, kann ich es nicht empfehlen.
Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wo farmt ihr denn aktuell? Farmt ihr in Legend League? Farmt ihr vielleicht in einer anderen Liga? Ich glaube nicht, dass viele in Legend League farmen werden. Ich vermute mal, wenn du das jetzt guckst, dann wirst du wahrscheinlich eher in einer anderen Liga sein. Oder du bist in Legend League und pusht. Das kann natürlich auch sein, aber uns geht's ja jetzt hier wirklich nur ums Farmen. Kurzer Cut, bis gleich. Okay, wir sind zurück und es kann losgehen. 6 von 7 haben wir jetzt noch und das bedeutet, oh, wir haben keine Eule. Stimmt, die haben wir ja in Verbesserung. Die Eule ist in Verbesserung, die könnte ich eigentlich auch fertig machen. Allerdings möchte ich mir die beiden, ich habe noch zwei Bücher der Helden, die möchte ich mir eigentlich aufsparen für meine Gladi oder der König. Oh, der König ist auf 79, da könnte ich das natürlich auch machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen ja mal irgendwann fertig werden heute. Ach komm, ey. Es ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst, wirklich nicht. Oh, ey, das ist ja, mehr Pech kann man doch gar nicht haben, ey. Mehr Pech kann man doch gar nicht haben. Nein, jetzt habe ich auch schon versetzt. Jetzt habe ich mich schon vertan. Ist auch egal. Den werden wir ja sowieso holen. Ein Rathaus 11. Ah, den nehme ich natürlich mit. Logisch. Also ich kann jetzt hier auch kein Mitleid haben. Als Rathaus 11 hast du eigentlich in Legend eh nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Also da musst du natürlich davon ausgehen, dass dich wirklich jeder Gegner komplett zerstört. Das ist leider einfach so. Ja, gut. Dann machen wir das jetzt halt so. Gehen wir mit dem König rein. Oh Mann, das ist ja echt super Pech. Vor allem, ich bin über 5000. Dadurch, sonst wäre ich ja gar nicht in Legend. Und kriege jetzt hier einen 13er und einen Rathaus 11. Das hätte ich im Leben nicht erwartet, dass wir einen Rathaus 11er kriegen. Na gut, das werden wir gleich noch sehen. Wenn ich die restlichen Angriffe dann noch mache, was dann noch dabei rumkommt. Vielleicht war es jetzt einfach mal Pech. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt warten wir mal eben kurz, bis die Mauern werden nicht mehr aufgehen da vorne. Sprung 1... Sprung 2, 1, 2, zack, 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 zack. Ich setze sie jetzt auch alle einfach hintereinander weg. Das ist egal. So. Ja, der Eisgolem hat schon mal geliefert. Ich freeze die gegnerische Clanburg. Wir werden jetzt mal eben ganz kurz das machen. Der Warden sollte jetzt, wenn es gut läuft, eigentlich weiter in die Mitte reingehen, um sich um unsere Truppen zu kümmern. Hoffentlich klappt das jetzt. Ja, weiter, weiter, weiter. Warden, 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 Warden. Weiter Lauf. Ach, er ist in der Falle gefangen. Der Warden ist in der Falle gefangen. Jetzt ist er aber da. Warte, jetzt kann ich ihn auch endlich mal zünden. So, Warden ist gezündet. Und ja, das ist... Es ist einfach super Pech. Es ärgert mich auch, weil ich ja nicht... Ich möchte ja nicht gegen Elva spielen. Dafür bin ich nicht in Legend gekommen, damit ich jetzt hier Rathaus Elva auseinandernehme. Das ist doch kacke, ey. Ist doch echt einfach nur kacke. Ja, jetzt nimmt noch, die Gladi am Start, kümmert sich mal eben noch um den Rest. Sie sollen da bitte nicht drauf gehen. Das ist der einzige Vorteil jetzt, dass die Gladi zumindest jetzt ihre Trefferpunkte hoffentlich nicht ganz, ja, nicht ganz verliert. Gut, ja, König ist zwar draufgegangen, ist aber egal. Oh Mann, ey, das ist doch eine Kacke. Ah, Rathaus 11. Rathaus 11. Ich meine, wir haben keine Kosten für die Armee, aber wir kriegen natürlich weniger Loot. Ich habe es ja gestern oder vor ein paar Tagen habe ich es gesagt. Gestern, glaube ich. Nicht rushen, Leute. Nicht das Rathaus rushen. Denn wir kriegen jetzt hier nur 333.000. Das ist natürlich absoluter Mist. Ja, Mann, ey. Das ist doch echt kacke. Ich füge jetzt hier Armeen zu. Werde dann gleich zwei, drei Angriffe offscreen machen. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, fünf Stück. Eins, zwei, dreimal davon. Davon nehmen wir noch welche mit. Aber du, den Hund, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So, kurzer Cut. Moment, noch nicht. Das passt so weit. Ja, das ist in Ordnung. Wir nehmen mit. Zwei davon und noch einen davon. Kurzer Cut. Wir haben jetzt noch ein paar Angriffe offen. Ich mache aber erstmal drei Stück oder vier offscreen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, wir melden uns zurück. Ich hatte jetzt die Truppenausbildung noch schnell gejammt, die 14 Gems gerade. Ich muss sagen, ich hatte ja wirklich mit vielem gerechnet. Allerdings, dass es so ein Krampf wird. Ich hatte zwischendurch sogar wieder einen Rathaus Elva dabei. Das ist... Wir gucken gleich drauf. Wir machen jetzt erst den Angriff und dann gucken wir drauf, was wir dann im Endeffekt rausbekommen haben. Dann habe ich sogar einmal noch die falsche Belagerungsmaschine dabei gehabt. Bedeutet, unseren kleinen Flammi, den wir oben rechts sehen, hatte ich gar nicht mit dabei. Bei dieser Taktik ist der natürlich wichtig. Ja, das war natürlich auch nicht so gut. Oh, Vorführeffekt. Jetzt haben wir einen schönen Rathaus 14er. Oh, ja. Wir gucken jetzt mal drauf.
Ah, genau. Ja, ich hatte es mir gedacht. Ich hatte es mir gedacht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich das ja schon so machen, um Flammy irgendwie in Position zu bringen. Ja, das läuft. Das läuft, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Komm, Flammy, Beeilung. Flammy. Ja, Flammy hat's. So, du da drauf. Ja, es geht natürlich in erster Linie um den Loot. Dadurch, dass ich jetzt mit dieser Taktik von der oberen Seite vorgehe, werden wir den ganzen Loot wahrscheinlich nicht bekommen. Aber wir werden es mal sehen. Ein bisschen kriegen wir jetzt ja schon mal. Ja, wir werden es sehen, was passieren wird. Ich bin aber ganz optimistisch, dass das ein ganz guter Angriff wird. Hoffentlich. Hoffentlich. Komm, Beeilung. Da helfen wir mal eben ein bisschen mit. Ja, der Warden ist noch ganz gut dabei. Flammy ist noch am Arbeiten. Das ist auch nicht schlecht. Kümmert sich da schon mal ein bisschen was. Macht da schon mal ein bisschen was auf. So bei 1,45 würde ich sagen, fangen wir dann mal an. Aber da ist ja auch schon die Königin. Das ist jetzt auch nicht so ganz so geil. Oh, bitte nicht in den Radius von der Königin. Bitte nicht. Nicht in den Radius von der Königin, mein Freund. Das wäre ganz schlecht. Aber ich werde schon mal eben da einen draufschmeißen. Und da auch schon mal einen draufschmeißen. Oh, er schafft die Königin. Ehrenmann. Ehrenmann, er schafft die Königin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, zack, zack. 2, 3, 4. Eine nach da, ihr hinterher. Und jetzt kann die Party starten. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann die Party losgehen. So, ihr lauft mit alle da rein. Da haben wir jetzt wieder den Klassiker am Start. Und zwar die Superlakaien. Aber die kann ich mal schön freezen. Und jetzt kommt der Warden. Das läuft. Das läuft. Jetzt müssen wir nur eben das Rathaus wegholen. Das ist weg. Schönes Ding. So. Da ist ein Katapult, das mag ich gar nicht. Da können wir einen Wutzauber drauf pflanzen. Das Katapult wird fallen. Das bedeutet, ich kann die Adler-Dev mal eben machen. Oh, das läuft sogar. Ich habe wieder getrödelt. Das ist der Nachteil. Also wir sind sehr langsam unterwegs. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ansonsten läuft das. Oh, Gladi. Gladi, 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 Gladi. Ja, Gladi hat geliefert. Oh, ich bin immer so langsam. Sonst hätten wir vielleicht noch mehr bekommen. Aber okay, ich will mich ja jetzt nicht beschweren. Wir kriegen ja trotzdem noch einiges raus. König ist jetzt... König ist down und schwer zu erkennen, der Große. Aber ansonsten... Komm, hol dir noch den Turm. Ja, der ist auch noch weg. Kriege ich nicht alles. Nein, leider nicht. Königin mal eben. Doch, sollte ich vielleicht noch mal zünden, die Königin. Mit etwas Glück läuft sie vielleicht noch so ein bisschen Richtung des... Ja, eines von den Lagern hin. Ja. Komm. 12, 11. Das kriegen wir noch. Leute, das Lager kriegen wir noch. 7, 6, 5, 4, 3, nicht ganz. Okay, ist in Ordnung. Maximal Liga-Bonus. Ich trödel zu viel, ich weiß. Ich trödele viel zu viel hier rum. Aber ist in Ordnung. Wir gucken jetzt mal drauf, was sich denn jetzt hier getan hat. Ich muss sagen, ich hatte echt den ersten Tag unterschätzt. Ich hatte es wirklich unterschätzt. Ich meine, was zu Buche steht, natürlich 1, 2, 3 mal volle Punktzahl. Es war jetzt kein Totalausfall dabei, aber ja, der Master, dieser 40er, das war ein Rathaus 11er. Das muss ich natürlich, das sage ich natürlich eindeutig dazu, nicht, dass ich jetzt, ich will mich natürlich nicht mit Federn schmücken, die ich nicht besitze. Allerdings der Amphitrite, dieser 97er%, das war wieder ein Zeitfehl, das war auch ein 14er. Ja. Das ist halt so. Gucken wir mal drauf. Ist in Ordnung. Was natürlich jetzt auffällt, ja, da Master, ne, den Master sehen wir, der hat sehr wenig abgeworfen an Dunklem, auch an sonstigen Sachen, aber jetzt gerade 7000 Dunkles. Es ist in Ordnung, wenn man den Bonus mitberechnet, 2400. Zum dunklen Farm ist das hier echt ein Paradies, auf jeden Fall. Aber ihr müsst ja auch bedenken, ich habe jetzt keinen Angriff mehr für heute. Ich kann nichts mehr machen, ich kann nicht mehr angreifen. Was wir natürlich noch machen können, wir können auch die Mauern machen. Mauer 1, Mauer 2, jawohl, Mauer 3. Und nein, ganz knapp nicht mehr. Aber dafür haben wir ja noch die Minen und Sammler. Kann ich die noch boosten? No. Kann ich vielleicht, kann ich doch noch. Und damit sind wir am Ende. Also, kurze Zusammenfassung. Es ist empfehlenswert. Vorteil natürlich. Du kannst nichts abgezogen bekommen, du kannst nichts geraubt bekommen. Nachteil, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Angriffen pro Tag. Aber das Dunkle läuft auf jeden Fall. Zum dunklen Farmen kann ich es auf jeden Fall empfehlen, aber auch der Rest, es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung zum Farmen, wenn du halt, also wenn du zu den Leuten gehörst, die sagen, ey, ich mach eh nur ein paar Angriffe am Tag und 8 Angriffe ist wirklich mehr als genug für mich, dann ist das auf jeden Fall super empfehlenswert. Kann ich wirklich nur sagen, also
Wir sehen uns in einer weiteren Episode. Wenn es dir gefallen hat, bewerte gerne das Video, abonniere den Kanal, Glocke aktivieren, Creator Code, MBF und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.